Leider wird von sogenannten Tierschützern in der Schweinehaltung immer wieder eine feste Fläche gefordert. Welche Probleme diese festen Flächen für die Tiere in der Praxis in der Schweinehaltung bedeuten, können Sie auf den folgenden Aufnahmen deutlich sehen. So, und hier haben wir jetzt nochmal ein Beispiel für unsere lieben Tierschützer, die denn unbedingt immer noch meinen, man muss den Tieren feste Fläche verpassen. Da ist die feste Fläche. Und die Tiere werden ausschließlich dreckig im Bereich der festen Fläche und schleppen den dann natürlich auch mit auf den Spalten. Erstaunlicherweise sind die Tiere noch relativ sauber, weil der Spaltenanteil hier in diesem Falle recht groß ist und die feste Fläche hier nochmal im Detail relativ klein. Also jeder Tierschützer, der meint, den Tieren was Gutes zu tun mit der festen Fläche, der sollte mal in die Praxis gehen. Also. Finger weg von festen Flächen in der Tierhaltung. Das ist nichts Gutes und Positives für die Tiere, sondern nur negativ. So, hier sehen wir jetzt nochmal ein Stallabteil mit den größeren Tieren. Das gleiche Debakel, das heißt vollgekotete feste Fläche, obwohl der Anteil nach wie vor relativ gering ist und maximal ein Drittel der Stallfläche beträgt. Trotzdem extrem verschmutzte Tiere, dadurch, dass die Liegefläche, die eigentlich dem Wohl der Tiere zugutekommen soll, hier die Probleme bereitet. So, und hier sehen wir jetzt nochmal das Gegenstück, derselbe Betrieb. Etwa 10 Minuten später, der Stall, wo keine feste Fläche ist, sind die Tiere sauber. Es gibt zwar Kotecken, kleine Kotecken, aber insgesamt alles sauber und ordentlich. Die Tiere fühlen sich wohl, weil sie nicht in ihrem eigenen Kot liegen müssen. Wir gucken jetzt aufmerksam zu, was ich hier so mache. Schon hier sehen wir deutlich trockene Spalten. Und was sehen wir? Saubere Tiere, die sich wohlfühlen. Und komischerweise haben die ja sogar noch Platz in ihrer Bucht. Es ist ja gar nicht so eng, wie man immer sagt. Also Leute, keine feste Fläche für Mastschweine. Punkt. Aber das ist ein typisches Bild jetzt. Das hat damit zu tun, dass die meisten sind im Kuten, weil hier die Frischluft kommt. Die Frischluft beruhigt sich hier im Gang, geht rüber und geht dann so weg. Ja, sie haben auch hinten die Tränke, hinten ist eh die Nasse. Ja. Nee, da bin ich ganz froh, dass sie nass bei nass lassen. Die sehen sehr schön aus. Diese hier sind zivilisiert auf der Seite. Das kommt alles hier.